Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, eine neue Folge des RegioChats. Ich freue mich, dass ich heute verbunden bin mit einem Fachmann in Sachen Gesundheit. Das können wir in diesen Tagen ja gebrauchen, mit dem Vorsitzenden des Ausschusses für Gesundheit im Deutschen Bundestag. Er ist natürlich auch Kreisvorsitzender in der Heimat im Kreis Neuwied. Ich sage Hallo zu Erwin Rüttel. Ja, hallo. Herr Rüttel, ich habe es gesagt, Gesundheit wichtig in diesen Tagen, in diesen Wochen, in diesen Zeiten. Sie machen sich viel Gedanken um das Thema Gesundheit. Die großen Ferien nahen, aber Sie sind jetzt nochmal mit einem Vorstoß in die Medien, in den Medien aufgefallen, nämlich in Sachen A, Kinder und Impfen, Kinder unter 12. Auch wie ist das mit der Maskenpflicht und für Kinder im Unterricht nach den großen Ferien wieder im neuen Schuljahr und vor allem Filter für Schulklassen. Wie weit sind Sie denn da gekommen? Was ist denn Ihr Konzept? Also ich denke, wir brauchen für die Kinder einen Plan und wir brauchen einen Plan für jetzt und wir brauchen einen Plan für die Zeit nach den Ferien. Und wir haben ja BioNTech und auch Moderna zugelassen als Impfstoff für Kinder ab 12 Jahren. Und ich appelliere an die Eltern, sich mit den Kinderärzten, mit ihren Hausärzten auseinanderzusetzen, ob eine Impfung der über 12-Jährigen mit BioNTech und Moderna umgesetzt werden kann. Impfstoff ist in ausreichendem Maße da. Und die STIKO hat ja gesagt, dass Kinder an sich nicht geimpft werden müssen, weil sie einen guten Eigenschutz haben. Aber sie sind Überträger. Und deshalb appelliere ich sozusagen an die Solidarität, damit andere, die sich nicht impfen lassen können, nicht infiziert werden können, sich impfen zu lassen. Das andere ist die Kinder unter 12. Hier wird intensiv an einem Impfstoff geforscht. Der wird uns aber erst frühestens im nächsten Jahr zur Verfügung stehen. Und hier brauchen wir einen Plan für die Kinder in den Schulen, damit nicht nach den Ferien wieder eine Maskenpflicht droht. Und hier, denke ich, ist es wichtig, dass wir möglichst viele Luftfilter in den Klassenräumen, in den Kitas verbauen. Hier gibt es auch ein entsprechendes Programm vom Bund. Und die Länder fordere ich auf, parallel dazu eine Teststrategie aufzubauen, damit also den Kindern kein Maskentragen nach den Ferien mehr droht. Bleiben wir bei den Testfiltern mal. Sie sind ja, wie gesagt, Vorsitzender des Ausschusses für Gesundheit. Ich stelle mir vor, Sie sind mit der Industrie in unserem Hightech-Standort Deutschland auch im Gespräch. Da müssten doch ständig Firmen bei Ihnen vorstellig werden, denke ich mir, die Ihnen neueste Konzepte, neueste Technologien vorstellen für Klassenzimmer, für Filter. Wenn wir dabei mal bleiben, denn das Coronavirus wird uns ja A in verschiedenen Mutationen erhalten bleiben. Das kann man ja wohl jetzt schon sagen. Aber es wird ja auch andere Pandemien geben. Das heißt, man ist ja, denke ich, gut beraten, wenn man in den Klassenzimmern, in den Schulen, in den natürlich auch Universitäten, auch in Büros sich auf diese Filter einstellt. Wie ist denn der Stand der Technik? Was gibt es denn da in unserem hochmodernen Forschungs- und Hightech-Standort Deutschland an Technologien? Also nach meiner Wahrnehmung und ich habe da einige Projekte vorgestellt bekommen, gibt es also auf der einen Seite die ambulanten Luftfilter und die stationären Luftfilter. Der Bund fördert nur die dauerhaft eingebauten stationären Luftfilter. Und es gibt aber auch relativ preiswerte mobile Geräte. Und ich habe auch schon von Projekten gehört, wo man also Luftfilter, wenn das Geld für stationäre oder ambulante Anlagen nicht da ist, dass man also Luftfilter auch selber bauen kann. Also das, die Bandbreite ist sehr groß. Sie haben es angesprochen, das Virus wird uns über viele Jahre erhalten bleiben. Wir richten uns auf jeden Fall darauf ein, dass wir jährlich eine Auffrischungsimpfung durchführen müssen und dass also nicht alle Menschen geimpft werden können. Wir haben ja jetzt auch die unter 12-Jährigen. Wir haben Menschen mit Autoimmunerkrankungen, die nicht geimpft werden können. Und deshalb ist es so wichtig, dass also die, die nicht geimpft werden können, im Moment, dass die durch andere Technik und natürlich auch durch die AHA-Regeln geschützt werden.
Wie ist denn überhaupt der Stand der Dinge? Wie sind wir? Und Sie sind ja, wie gesagt, der Führende oder einer der Führenden mit dem Gesundheitsminister, Gesundheitspolitiker in Deutschland. Wie sind wir denn jetzt Zwischenbilanz durch die Pandemie gekommen? Ich würde mal sagen, die Forschung und Entwicklung, der Bereich, da sind wir ja ziemlich gut aufgestellt, aber im Ganzen. In Sachen Impfung, in Sachen Organisation. Was hat die Politik gelernt, beziehungsweise wie stehen wir da kurz vor dem Sommer und was erwartet uns im Herbst? Ja, also das Ganze hat also etwas ruckelig begonnen. Es gab bei der EU zu lange Verhandlungen über Haftungsfragen. Das ist in anderen Ländern unkomplizierter geregelt worden, indem man gesagt hat, wir machen Staatshaftung. Und wir entlasten die Firmen, die ja schon in kürzester Zeit einen guten Impfstoff entwickelt haben, von diesen Haftungsfragen. Das ist in der EU länger diskutiert worden. Dadurch sind wir am Anfang, was den Impfprozess anging, etwas ins Hintertreffen geraten. Heute können wir froh sein, dass wir ein strukturiertes Verfahren umgesetzt haben, weil die Delta-Variante, der wird ja nachgesagt, dass sie also infektiöser ist und auch im Verlauf etwas dramatischer. Das sieht man in anderen Ländern, die dieses strukturierte Impfen nicht umgesetzt haben. Wir haben die vulnerabelsten Gruppen als erstes geimpft und sind dann stufenweise vorangegangen, sodass also heute tendenziell eher Menschen nicht geimpft sind, die nur eine leichte Erkrankung erfahren, natürlich aber auch die Krankheit übertragen können. Deshalb glaube ich, mit dem Impfprozess sind wir Stand heute gut auf dem Weg. Wir haben andere Länder eingeholt. Wir haben, wenn man die Genesenen mitrechnet, etwa 70% der Impffähigen mittlerweile mindestens einmal geimpft, über 40%, fast 50% der Impffähigen mittlerweile haben einen vollen Impfschutz. Also wir haben im Moment deutlich, und das wird auch so bleiben, deutlich mehr Impfstoff, als noch Impflinge da sind. Und das, was man in anderen Ländern sieht, wie also die Infektionszahlen in die Höhe gehen durch die Delta-Variante, das haben wir ja insgesamt in Deutschland, zumindest Stand heute, noch recht gut im Griff. Vor einer Woche hatten wir eine Inzidenz von 5,6. Gestern hatten wir eine von 5. Heute von 4,9. Das heißt also, die Delta-Variante nimmt zwar unter den Infizierten nach, aber die Anzahl der Infizierten wächst nicht. Und das ist nach meiner Meinung ein gutes Signal. Und dass das so ist, das zeigt, die Impfdynamik ist gut. Aber was wir machen, was in vielen anderen Ländern nicht gemacht wird, dass wir eine flächendeckende Teststrategie haben. Also wenn man sich entscheidet, zu einer Veranstaltung zu gehen, sich zu treffen, hat man im Umkreis von einigen Kilometern in der Regel mehrere Möglichkeiten, sich kurzfristig kostenfrei testen zu lassen. Das ist etwas, was es in anderen Ländern in der Regel nicht gibt. Also Impfen und Testen haben uns bis jetzt, sage ich mal, den Sommer gerettet. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass das auch die Lösung ist für den Herbst, wenn die Menschen, die heute noch nicht geimpft sind, den Sommer nutzen, um sich impfen zu lassen. Stichwort Delta-Mutante, Herr Rüttel, dazu noch ein kurzes Wort. Da gibt es ja Meldungen jetzt aus Israel, die sagen, da ist BioNTech Pfizer weniger wirksam, überhaupt die Problematik, dass es sich auf die Strecke als weniger wirksam erweist. Sind das Fehlmeldungen oder gibt es da falsche oder unterschiedliche Messvarianten? Was kann man den Deutschen sagen? Was sagt der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses? Also wir werden die Pandemie nur überwinden durch Impfen. Und wir haben gute Impfstoffe. Und wir wissen, dass also auf jeden Fall eine zweite Impfung auch vor der Delta-Variante schützt. Und man muss einfach immer wissen, alle, auch derjenige, der nur einmal geimpft ist, wird einen leichteren Verlauf bei einer Infektion haben als derjenige, der nicht geimpft ist. Und nach der zweiten Impfung, wenn man tatsächlich sich noch infizieren sollte,
dann ist das also ein sehr leichter Verlauf. Also wer geimpft ist, kann sich sehr sicher sein, dass er nicht im Krankenhaus landet, dass also diese Infektion gut zu handeln ist. Ansonsten muss ich sagen, in Israel hat man den Impfstoff auch deshalb so in großen Mengen bekommen und so schnell, weil die Israelis bereit waren, ihre Daten über den Impfprozess der Wissenschaft und den Firmen für Forschungszwecke zur Verfügung zu stellen. Deshalb müssen wir heute den Israelis dankbar sein, dass sie uns so schnell mit so guten Daten beliefern. Kurzer Themenwechsel nochmal, Herr Rüttel, weil es dieser Tage durch die Medien ging. Sie haben nochmal in Sachen frischer Wind in kommunalen Zentren, Citybereiche als Orte der Begegnung und Vielfalt aufgerufen, sich um die Innenstädte zu kümmern. Bei Politikern muss man immer so ein bisschen ja konkret hinleuchten. Wir machen das ja ganz gerne zum Beispiel in Neuwied, wo wir immer mal wieder auch als Regionalfernsehsender hingeleuchtet haben und haben gesagt, wann wird denn da in der Innenstadt mal der Beton etwas weniger und die Farben und die Natur etwas mehr? Das heißt, bleiben wir mal bei Ihrem Beispiel Neuwied als Kreisvorsitzender. Wann wird denn Neuwied wieder ein richtiger Ort der Begegnung und Vielfalt? Wann kehrt da ein bisschen mehr frische Farbe und, naja, Freundlichkeit vielleicht ein in das Grau? Also meine Wahrnehmung ist, dass die Kommunalpolitik diese Herausforderung erkannt hat. Und man sieht das ja auch schon am Rheinufer, wo also Maßnahmen umgesetzt worden sind. Also es ist sicherlich ein langer Weg, der beschritten werden muss, weil in der Vergangenheit hier Dinge vielleicht nicht so dynamisch umgesetzt worden sind, wie das notwendig war. Aber mein Eindruck ist, dass die heutige der Stadtrat und auch die Führungsmannschaft im Rathaus sehr motiviert ist, sehr kreativ unterwegs ist. Und da bin ich zuversichtlich, dass das also Schritt für Schritt jetzt auch mit entsprechender finanzieller Unterstützung durch Bund und Land dann auf einen guten Weg gebracht werden muss, weil es ist wichtig, dass wir lebendige Stadtzentren haben. Sagt Erwin Rüttel, der Vorsitzende des Ausschusses für Gesundheit und der Kreisvorsitzende der CDU im Kreis Neuwied. Herr Rüttel, wo geht's hin im Sommerurlaub? Wissen Sie es schon? Ich mache Wahlkampf an die Infostände und zu den Menschen. Vor Ort, alles klar. Ort. Danke nach Neuwied. Danke nach Neuwied. Danke, Erwin Rüttel. Tschüss.